Und damit jetzt nochmal herzlich willkommen hier zum EPS-Nachholspiel Team Artnet gegen N-Faculty auf dem Mirage. So, wir sind live in the knife. Zumindest waren wir das bis eben. Aber die sind doch nochmal unready. Das geht nicht. Ach Gott. Ja, per 101 können sie es entscheiden. Oder Card hier auch noch. Oh Mann, das gegen Rack. Oh, Rack gewinnt's. Monster. Ich bin tatsächlich Card hier. Ja, sieht gut aus für Artnet auf jeden Fall. Easy mit Hit, ja, easy. Immer noch der Futter auf Artenets Seite. Außer er finisht ihn jetzt direkt. Darf keinen Hit bekommen, sehr gut. 2 und 2. Beide Hit. Crystal. Kann er auch trotzdem noch machen. Sehr schön, hat keinen Hit. Beide mit 100. Spannendste Pistol in der EPS vielleicht. Boah, wenn er schnell macht. Schöne Idee. So, mal sehen, was sie sich entscheiden. Na komm. Na, Alternate muss ja Stay oder Swap sagen. Jetzt endlich. Haben sie sich beraten, Artnet stand also als CT und Faculty als Terror. Jetzt bitte auch noch alle ready machen. Dann könnte es auch endlich mal losgehen. Ich glaube, das Spiel, was das meiste Delay bisher hatte in der EPS, in dieser Saison. Sonst die Spiele ja immer alle relativ pünktlich losgegangen. Vielleicht maximal 5 Minuten oder so. Nach angesetzter Spielzeit. So, mal schauen. Sehr viel Equipment dabei. Faculty. Oh, das wird ein kurz Rush, kurz B-Split. Der deckt da Mitte. Weggesmoked. Manuel. Oh ne, aber Rax sieht ja ganz gut, was eigentlich. Headshot an Simon. Oh, macht ihn da noch durch die Smoke. Die Spieler gefallen. Zweite noch am Leben, kurz. Boah, Osmo hat. Der andere deckt nach hinten ab. Immer noch kurz. Die Sia Mini-Döner. Gute Posi eigentlich. Tuntur Asmos auf Spot. Oh, die sollte ihm da langsam helfen. Boah, schöner Headshot von Asmo. Dizzy wartet da noch die ganze Zeit, aber der CT hat über B, kommt jetzt über B raus. Deckt jetzt auch sein Mate. Ah, Dizzy wartet noch auf die Info, wo der andere kommt, aber sie decken schon Haus ab. Dizzy, ach komm schon. Boah, Haus direkt in Frag. Jetzt bitte macht den Molly. Er will sie auf die Bombe auf jeden Fall werfen, wenn die, bevor die fused wird. Schauen, ob er das schafft. Ja, schade. Ja, was ist schade? Ganz landet da zwar nicht, na, Spite breitet sich doch rauf. Darf man nicht, by the way, was? Achso, warum sollte man das nicht dürfen? Bombe darf man nicht mollen? What the fuck? Das ist doch das Geilste eigentlich am Molly überhaupt. Und eine Sache, die bisher noch gar nicht wirklich benutzt wurde. Aber das ist in mir was Neues, wenn das wirklich stimmen sollte. Vielleicht einfach auch nur ein Troll. Schöne Shots. Boah. Also vielleicht kann das mal jemand überprüfen im Regelwerk. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das wirklich verboten ist oder nur Spaß war. Das klang schon ernst, also keine. Keine Smileys oder sowas. Boah, nett, wie sie sich hier nicht nach hinten decken. Mantis ist aber mal letzter verbleiben, ne?
gut, dass sie kein Kit haben. Das rettet Becky vielleicht noch die Runde. Er geht direkt auf den Diffuser, macht er richtig. Aber die Bombe geht hoch. Oh, super, super gute Runde von Artillate. Beziehungsweise super schlecht von Faculty. Dass sie da so viele Waffen verlieren gegen die Pistols. Sache noch zu sein. Ich weiß auch nicht. Taucht zumindest jetzt was zu machen. Diesmal sieht es auch ganz solide aus. Wobei wieder drei Waffen verloren. Und das war noch ganz gute Waffen. Wer das noch überlebt mit 7 AP. Erste Cryptown für Alternates. Aber direkt bei Manuel. Bei Faculty sehe ich keine. Wie es direkt zwei Leute posten. Die Aussage kann man aber interpretieren, wie man will, oder? Also genau ist die nicht formuliert, finde ich. Richtig, man kann sie halt diffusen. Boah. Schön offensiv geblockt von Rack. Das ist ein Haus durch. Das ist eine super schlechte Ausgangslage für Faculty. Würden da sind halt von beiden Seiten, von allen drei Seiten eigentlich unter Bedrängnis, da alle auf einem Haufen. Einzige Chance wäre da wirklich Action einzunehmen, ist leider fehlgeschlagen. Super gespielt von Artsnails, Faculty wird hier kaum noch eine Chance haben. Mantis geht auch direkt safe. Und für alle noch, vielleicht die nicht den Chat aufhaben. Und zwar steht angeblich im Regelwerk, die durch eine Terroristen gelegte Bombe darf nicht mit einer Granate, welcher Art auch immer, so präpariert werden, dass der Counter-Terrorist diese nicht mehr entschärfen kann. Finde ich sehr vage ausgedrückt. Weil, wenn er Smoke liegt, kann er diffusen. Wenn er eine Nate wirft, gut, die macht halt Damage. Flash ist halt blind. Molly, ach gut, der kriegt halt Damage, aber er kann sie ja eigentlich noch diffusen. Von daher finde ich das sehr schwammig formuliert und boah, könnte man sich auf jeden Fall drüber streiten. Vor Gericht würde das, denke ich mal, nicht herhalten. Oder es ist nicht wasserdicht. Ah, das kann auch sein, dass die Regeln noch aus alten Zeiten kommen. Anyway, wie ich hier gerade eine Runde verplapper, was eine Eco und Faculty ist, und die können sie sogar holen. Kirby, darfst du nicht, du darfst keine Nate werfen. Bombe, XD. Und Simons Posi ist nicht bekannt. Oh, wenn er jetzt das Timing hat. Nein! Warum schleicht er da rum? Oh, er hätte ihn so machen können. Wenn er einfach rumgeht und ihm Gesicht gibt. Weil dann hätte Manuel auf jeden Fall nicht mehr diffusen können. Schade für Faculty. Ich bin auch weiterhin über den Döner die Arme. Weggesmoked. Da wird also die Connector Smoke ist überhaupt nicht gut. Muss man mal so festhalten. Wobei. Irgendwie schon, aber nicht. Da werden sie bei dem Bego extrem zerstört, wie sie alle in der Reihe liegen. Irgendwas ist an der Connector Smoke falsch. Mal nächste Runde darauf achten, wenn sie sie nochmal werfen. Fliegt wahrscheinlich zu weit links. Oh, haben sich ja gerade eine Waffe gelegt. Und das ist ein Flash von hinten. Einzig Kirby mit einer AK.
schön. Also Barsat bestätigt es auch nochmal. Admin, also is a Procedures Admin, ist also erlaubt. Um das jetzt auch nochmal endgültig zu klären. Oh, so hat doch eine Doppel-AK. Asmus versucht da allein was am B. Ja, Bombe ist halt nicht da, selbst wenn er den Frag zieht. Spot einnehmen, würden die Mates halt trotzdem super lang brauchen, um dann noch rüber zu gehen. Boah, sehr schöner Headshot gegen Solek. Aber wie gesagt, ist halt jetzt drauf, Bombe ist irgendwann mal down. Ist angesagt, Manuel deckt auch nach hinten ab. Somit 4 zu 3, Alternate hier gerade 4 Runden in Folge geklärt. Equipment wieder da bei Faculty und jetzt will ich wirklich mal sehen, wie diese Smoke da landet. Wenn sie denn geworfen wird. Nicht an. Beziehungsweise es wird einfach nicht geworfen. Hack hat da alle möglichen Freiheiten. Es wird einfach ein direkter Argo werden. Mit Flashes geht's raus. Das sieht wieder gut. Der Match kommt aber ganz gut auf den Spot. Gute Smokes noch. Zeitlich sollte man langsam aber mal legen. Nochmal Base nachgesmoked. Damit kann man da relativ safe planten auch. Keiner kommt von hinten. Und DC wollte ja den Moment nutzen, wo die Smoke geht. Ich weiß nicht, ob er eine Flash bekommen hat. Asmo aber ein wichtiger Refrag. Starke Bank von Rack. Schöne Runde von ab. Achso, boah, den nächsten auch direkt hinterher. So, Simons Posi ist glaube ich noch nicht bekannt. Hat da jetzt auch sehr schön entscheidendste Posi gehabt. Ah, ist das entscheidend, aber wenn er jetzt sterben wird, dann hätte er auf jeden Fall eine kleine Choco-Posi. Fäcke die gleich wieder aus. Vier beide. Und Alternate, ja, haben genügend Geld. Der Argo war aber auf jeden Fall mal erfolgreich. Zumindest immer gut an. Und spielen einfach den Go nochmal. Schauen, ob Alternate halt irgendwas dagegen tut. Hack pusht einfach mal auf. Timing erfolgreich gewesen. Sehr gute Flash. Boah, Hack verbratzt, aber dicke. Manuel sieht da leider. Sieht da sehr viel. Jetzt die Flash kassiert. Boah, sehr schön. Also, das fällt auf bei. Sie wollen immer direkt den Jungle einnehmen mit der Flash von hinten. Sehr schöner zweiter Frag. Martin hat hier unter Unterzahl. Aber Sole kommt noch von hinten. Es ist noch drin auf jeden Fall. Anders vermutet da schon ein bisschen was. Die anderen beiden Mates sind im Connector, deswegen ist es fast egal, dass Solek da kommt. Ist noch angesagt worden von Mantis, der wirklich gut noch zur Action aufgepasst hat. Allen Seiten hier. Sehr schönes Positionsspiel von Faculty. Solek wird dann nicht viel machen können gegen 3. Geht auch safe. Ah, vielleicht trifft er noch auf Simon. Er ist jetzt schon eingekesselt. Schauen, ob Simon es noch schafft. Ah ja, er sieht ihn auf jeden Fall noch. LOL. What the fuck? Wie lange hat der denn gebraucht? Ganz seltsam. Faculty holt sich wieder die Führung. 5 zu 4. Alternate muss wieder sparen. Oh. Doch. Nee. War gerade selbst nicht sicher. Investieren doch nochmal alles. Jetzt wieder variiert. Der Bego. So liegt noch mit. Solek nur mit P250. Super Ansage. Haben wahrscheinlich auch mit Eco gerechnet. Deswegen vielleicht ein bisschen Glück im Unglück. Manuel ist schon von hinten. Hack auch im B-Haus drin. Aber die beiden sollten vielleicht hier warten. Boah, gute Gegenfläche ist von Alternate. Von Faculty. In einer Küche rein. Simon.
kassiert da durch die Smoke. Oh, Asmo steht wie eine Bank an kurz. Boah, saubere Runde von ihm. Felix geht safen. Mit Glück holt er sich noch eine Waffe. Oder hat er... Ja, hat er eine Verrückung. Überlebt das Ganze. 6 zu 4. Tja, schade. Dann entscheidet man sich zu kaufen. Und dann hält man B nicht. Asmo ist auf jeden Fall gut drauf. Dann jetzt, wo die eigentliche Eco ist, spielt Faculty eine komische Anti-Eco. Oh, Mantis stirbt da irgendwie wieder allein irgendwo. Hier irgendwo in Action. Und der Rest geht B drauf, weil die Anti-Ecos gefallen mir überhaupt nicht von Faculty. Von denen hat zu viel Mann, zu viel Schaden jetzt auch schon gefangen bei Asmo. Nächstens Bombe schon gelegt und Simon wird entscheidender Mann hier wahrscheinlich. Keine Ahnung über B-Haus. Wichtig von Dizzy. Oh, und jetzt kommt es wirklich nur auf Simon an. Den ersten macht er. Oh, den zweiten nicht. Hätte da vielleicht mal viel eher mit kämpfen sollen. Alter, da verlieren sie ihre. Oder reicht das? Ja, sie verlieren hier ihre Anti-Eco. Aber verdientermaßen, muss man einfach sagen. Sich da so aufzusplitten, es sah irgendwie was so aus, als ob sie gar nicht wüssten, dass Artenet Eco hat. Das ist das Problem, die kommt einfach viel zu weit rein. Wenn die weiter vorne explodieren würde, wirklich hier so unten, dann sieht man da glaube ich nichts mehr. Also das soll, daran sollte man vielleicht noch feilen. Mag uns das auch immer gut aus. Sollte man ihn vielleicht mal sagen. Wieder schnell B gegangen. 3. Er kommt auf Sports. Boah, sehr gut, dass ihn die ja eh noch finisht. Drag über B Haus, das haben sie noch nicht auf dem Schirm. Felix leckt unten gerade ein bisschen ab. Und wird hinten rechts gelegt. Und jetzt gibt es den Druck. Man weiß genau, einer sucht einen Spot. Super gemacht. Dizzy ist angesagt. Boah, hat kurz gecheckt. Die Smoke hilft ihm natürlich super. Boah, schade. Munition war alle, aber er war eh nicht auf dem Kopf. Den Reload hätte er vielleicht sogar noch geschafft. Alternate gleich wieder aus. 6 beide. Durch den Bombplant hat man aber noch Geld auf jeden Fall. Man das kann locker legen. Simon. Ah, könnte mit. Ja, doch, könnte auch eine legen. Also Geld ist auf jeden Fall vorhanden. Let's go vermutet. Eigentlich. Boah. Also wie sie sich hier gegenseitig Damage geben. Solek schön kurz aufgeburschen. Nice. Zweiten macht er auch. Oh, jetzt dreht er sich weg. Hört er da die Steps nicht oder was? Oder der dritte kommt halt so spät, dass er nicht mehr mit ihm rechnet. So, sind schon wieder auf dem B draußen. Tja, das ist Loha Perax. Oh, dann wurde er gesehen. Entweder über den Schatten oder über die Waffe oder seinen Arsch. Irgend sowas. 3 gegen 3. Wieder kommt einer bei Haus. Gute. Ah, was ist das? Pose Dizzy gar nicht so üblich. Ja, muss ich mich dafür jeder Flash wegdrehen. Kirby, der jetzt noch machen kann, solange Asmo oben den Frag setzt, wird schon vermutet. Und er setzt ihn. Kirby kann es trotzdem machen. Bomb liegt kurz. Boah, hat er nicht mehr Damage gesetzt. Und die Awe aimt ihn ab. Awe verschießt. Boah, stimmt die Bombe mal. Sehr schön gemacht. Super weggemoved und die Zeit reicht nicht mehr. Ich musste jetzt auch noch ein Kit, glaube ich, picken. Schöne Runde gespielt von Kirby, hat er da wirklich die beste Posi. Aber ganz wichtig auch noch, muss man echt erwähnen, dass Asmo da noch einen zieht. Gegen 3 sieht es dann eher schlecht aus, der wird ihn einfach 2 pushen, der eine defusen. Bisschen Meat Shield spielen. So, wieder diese Argo. Mantis mit einer Flash von hinten.
schnell Haus rein. Diesmal Felix durch. Gerefragt. Hat wieder offensiv reingepusht. Und er kriegt zwei. MNL steht auch. Mantis nur noch im Haus. Bombe da schon irgendwo down. Boah. Netter Headshot. Super schwitzig. Tja, der Smoke kann jetzt nichts machen. Hätte man vielleicht dann hinten A-Haus jetzt dicht machen sollen. Nachdem er da die ganze Zeit geschossen hat. Wobei es eigentlich nicht nötig. Lieber dann zusammenbleiben, eigentlich dann doch ganz gut entschieden. Wobei Rack langsam mal Action aufpassen sollte. Gut, das haben sie noch gehört. Crystal hat sich eine Waffe geschnappt. Solek wird sich da auch gleich eine neue schnappen, wenn die Runde vorbei ist. Gehen sie sogar nach jagen. Ja, wobei sie können es sich halt nicht leisten. Wenn sie hier noch Geld hätten, denke ich, würden sie es versuchen. Würden sie es. Ah, sie gehen doch noch drauf, oder? Wie gesagt, Solek holt sich noch eine gute Waffe. Und 7 beide, letzte Runde aus dieser ersten Halbzeit. An der T-Base waren wir die Smokes zur Mitte. Und diesmal gibt es ein. Solek ist nicht. Perfekte Flash-In-Connector. Super schneller Go über Mitte. Das ist wirklich die Schwachstelle bei Arsenal. Nutzt man gut aus. Ah, da war jetzt. Geht jetzt da die Smoke nach hinten und auf einmal fallen sie alle. Kirby, zwei sind low. Boah, krasse Shots. Merkt man, der Junge hat trainiert. Oh, 1 HP. Wer war das im Connector? Solek. Kassiert noch eine Flash. Er hat auch die Bombe nicht. Müsste da irgendwo von liegen. Das ist ein Kit. Artinet macht's auch gut. Zeigen sich gar nicht. Warten hier wirklich auf den Plant. Kirby muss die Bombe holen. Ja, das ist so gut. Merkt man einfach, dass er ein Sechsel ist. Duckt sich immer noch beim Leitern hochgehen. Auch wenn man da ranschleichen kann. Das ist so ein Sechs-Move, wenn was er da gerade ausgepackt hat. Ach, shit. Dass er das in Anspruch nimmt. So, jetzt Spot bekannt. Ja. Rast sein Herz. Keine Chance. Da bringt es auch nicht, die Bombe zu legen, denn das war die letzte Runde. 8:7 gewinnt ja Artinate ohne Pistol. Ist schon ganz ordentlich. War eine schöne erste Hälfte. Schöner Schlagabtausch. Immer mal wieder so ein paar kleine Runs von beiden Teams. So, eine Eco-Win bei Artinate war drin. Eine Eco-Win bei Faculty war, glaube ich, drin. Und da gleicht sich das dann auch wieder ein bisschen aus. Trotzdem war es teilweise. Die Eco von Faculty, die sie verloren haben, die Equipped Drawn, meine ich, super unnötig. Mal schauen, ob sie konzentrierter da als CT arbeiten. Netter Bein da auch. Oh, ein Instant Argo. Du bist Mantis allein. Er ist super blind. Simon auch. Schöne Smokes. Und auch hier pusht man. Oh! Zuckersüßes Blatt von Simon. Schöne zwei Shots. Super Pre-Aim davon. Da hat der T wirklich keine Chance gehabt. Sollten langsam mal legen. Um vielleicht noch eine Folgerunde kaufen zu können. Und er war definitiv auf dem Spot. Sehr, sehr aggressiver Move. Außen seine Mates. Jetzt wird nochmal geflasht. War vielleicht unnötig. Warum gehen sie nicht einfach vor? Sollten das flächen lassen?
Wenn diese da wirklich schon vorne ist. Oh, das kostet ihm vielleicht noch gar die Runde. Crystal gegen 2 und beide sind low. Mantis die Flüsse sogar ohne Kit an. Muss Kirby eigentlich machen. Crystal moved schön über die Smoke raus. Oh, und sie sehen das nicht. Oh, und Crystal wird das machen. Mantis hat noch nicht mal die Bombe, das Kit gepickt. Oh Gott, wie unnötig. Das war schlecht. Wahrscheinlich hat Dizzy das angesagt, dass er da vorne ist und seine Mates dann das irgendwie nicht realisiert im Eifer des Gefechts. Somit Ausgleich von der Pistol-Statistik her. Jedes Team hat eine gewonnen. Mit dem Random Smoke. Die hilft sogar den CTs eigentlich. Na gut. Warte, jetzt schon mal ein bisschen kompakter. Crystal deckt auch. Oh Gott, wo deckt der denn ab? Das ist ja super gammelig hier an Tier-Eingang. Hier gerade ein Trick gekommen. Sie kassiert Mitte dicke Shots. Rack mit Decoy, glaube ich. Oh, und der zweite. Sag mal. Was sind denn das für unkonstante Anti-Egos, die hier auf beiden Seiten gespielt werden? So, versuch am Anna was zu machen. Simon gerade am. Nee, man spekuliert da immer irgendwie noch B. Kurz am Spitz ist die Ansage, dass die A rausgeht. Crystal jetzt Block. Noch mehr Hits. Ragt der einzige hier mit einer Waffe. Boah, und jetzt allein gegen 4. Er braucht zwar die 3 da vielleicht nur 2-3 mal hitten. Den ersten macht er. Den zweiten, den macht er auch. Super stark. Kann da Spot smoken, die Bombe picken. Aber wenn die sie jetzt überrennen, hat er eigentlich keine Chance. Er muss gerade nach Haus zurückgehen. Alter. Gibt sie. Aber wenn sie jetzt einfach Druck machen. Oh, sollten auch zusammenbleiben. Rack moved sehr schön aus. Simon hat damit nicht gerechnet. Und jetzt saß man super weit weg. Das war nicht gut runtergespielt. Rack kann das wirklich jetzt noch machen. Boah, ich glaube, er macht da. Oh, schönes Pre-Aim von Asmo. Aber Rack ist saustark. Rette danach die Runde für Alternate. Rack'n'Roll. Das, Rack'n'Plague. Rack'n'Fuck. Na? Auf Laden machst du nichts. Oh, das ist eine Ansage. Wir werden ja sehen ab Freitag. Aber das kann sich wirklich selbst auf die Kappe schreiben. Das ging wirklich auf sie. Hätte man besser runterspielen können, müssen. Die zweite Situation, die da vielleicht nicht am Konzentrationsmaximum gespielt wurde. Die Anti-Eco ist doch mal endlich eine solide. Man ist easy auf dem Spot drauf. Verloren, okay. Haben ansonsten wenig Damage gefangen. Folge wahrscheinlich gleich Abe für Manuel. Doch keine. Aber so gutes Money Management von Solik. Hier ein schneller kurz B-Haus-Split. Oh, super Flash nochmal von hinten. Achso, war da richtig blind. Was ist der zweite denn? Boah, er macht aber trotzdem nur einen. Aber einer ist noch auf B. Ist Kirby schon geschoben. Oh, kriegt Hits. Gute Smoke da eigentlich noch für ihn. Aber der B-Haus-Spieler, boah, der spielt so gut, dass er da noch wartet. Muss jetzt aber auch den Reflex setzen. Ja, gut gemacht. Da von dem B-Haus-Spieler noch zu warten, bis seine Mates weiter davon sind. Nicht da unnötig gekämpft. Sehr schön. Und laufen da Simon auch komplett aus dem Visier. Gehen da kein Risiko ein. Oh. Crystal ist aber super gammelig. Oh, sieht man da sogar. Oh, das ist sehr geil. Nein, jetzt guckt er weg. Ah, er hört ihn. Alles easy. Wusste ich gar nicht, dass man da von dem Panzer oder von diesem Gerät, Kriegsgerät, ins Loch reingucken kann. Für so eine Situation natürlich super, wenn man das weiß.
Und scheinbar wusste er es. 12-7. Nächste Eco für die Jungs. Oder was heißt wieder? Die erste, nachdem er jetzt die erste Jaunt so kläglich abgegeben hat. Aber auch echt ein starker Go. Scheinbar auch ein bisschen... Vielleicht auch ein bisschen Anti gegen Asmo. Mit der Flash so schnell. Direkt gegen kurz von hinten. War schon gut. Diesmal auch keinen unnötigen Schaden gefangen. Oh, nice von Dizzy. Kann jetzt auch die Ansage bringen, dass sie wieder A gehen wollten. Sie Mitte jetzt einnehmen. Ne, schiebt nochmal bei Mitte. Wieder eine. Vielleicht eine knappe Runde. Ah, Kirby wurde gehört. Da war der Frag gefallen. Dass einer mit oben ist. Oh, sie kriegen ihn nicht kaputt. Wo ist. Simon Big B-Keller. Okay, wird A legen können. Simon wird die AK sparen. Kirby versucht sich noch irgendwas zu naschen. Schön gemacht. Und Sole kriegt er die Waffe durch. Ja, ist doch relativ safe. Geht jetzt gar noch ganz weg. Sollte er überleben, das Ganze. Tja, und was man jetzt spielt, frage ich mich. Eigentlich am besten nochmal Standard oder so. Weiß nicht, ob sie direkt was riskieren. Allerdings muss Asmo kurz aufpassen, vor allen Dingen, wenn wieder die Ansage kommt, dass es wieder der Split wird, wenn da die üblichen Smokes fliegen. Oh, das wird wieder der schnelle Go. Asmo diesmal aber auch mit auf dem Spot. Das war mit Kirby. Ist da nicht kurz offensiv? Ah, wählt. Oh, nice. Macht er nicht. Oh, und Kirby macht da auch keinen. Die Deckung gerade wirklich nicht on the top. Simon, schade, dass er auch Mitte nicht macht. Und ist sogar Mini-Dünner rein. Sehr guter Move von dem T. Und Küche war auch, glaube ich, schon drin von Rack. Ah, B-Deckung wird ihn leider hier zum Verhängnis. Aber dass Alte das nochmal spielen kann und damit nochmal erfolgreich werden kann. Mann, Mann, Mann. Das verstehe ich aber auch nicht. Warum Asmo dann dort die Awe hat und warum er kurz deckt, dann soll er doch lieber. Ich weiß, ich finde die Awe da total deplatziert. Vor allem geht er damit kurz offensiv. Gut, macht zwar einen. Zweiten hätte er vielleicht machen können, aber. Das machst du halt vielleicht nicht immer. Aber wenn, dann hätte auch der er einfach auf Spot hin Jail zu kurz zielen und Kirby sucht irgendwie oben sich in das. Weiß nicht, versucht offensiv zu blocken, direkt Nades zu werfen oder sowas. Problem ist aber, glaube ich, auch, dass sie den Go relativ spät ansagen konnten. Ich weiß jetzt nicht, wo der dritte ist. Okay. Das ist eine andere Runde. Oh, hat gekauft. Letzte Chance für Faculty im Spiel zu bleiben. Die sie nimmt direkt B-Haus rein. Mit dem Track, zweiten auch. Die muss es aufpassen. Schönes Preamp. Boah, mit der Bank von Crystal. Ich denke mal auch, dass es die beiden ansagen kann, dass es wirklich zwei waren. Der andere ist schon Action raus. Was sieht denn da wirklich nicht? Wenn man hier als City steht, meint man vielleicht zu denken, dass da schon was rausguckt. Aber die Kiste ist doch relativ lang. So, warum er sich jetzt allein gezeigt hat. Weil Simon hat ihm wahrscheinlich geholfen. Nein, einfach länger wartet. Da war er einfach zu ungeduldig, scheinbar gerade. Drax immer noch da oben. Fraglich, ob sie das wissen. Bombe ist irgendwo down, merke ich jetzt auch gerade. Martin wahrscheinlich auch. Oh, jetzt Timing von. Boah, zum Glück sieht man seine Schatten.
für Simon. Mitte bekannt. Bombe jetzt bei Crystal Action. So, beide bekannt. Schöner Schuss von Simon. Den hätte er gar nicht setzen. Und der macht's Ace. Ace für Simon. Sehr, sehr krass. Was die im Chat sind. Wow, Ace, Dude. Auf jeden Fall. Sicke Shots. Das gibt eine alte TV-Szene. Ach komm, jetzt spielen sie nochmal den Go. Stehen sie seit diesmal gegen. Kirby im Jail, Asmo kurz im Eck. Ach, ich weiß nicht, so richtig reagieren drauf tut man nicht. Wenn es Kirby jetzt ein Flash von hinten geben würde, wäre es gut. Asmo macht wieder nur einen. So, Kirby immerhin gut verschoben von Boah, sehr gut. Diesmal schön verschoben wenigstens, auch wenn man da im B wieder eine komische Deckung gewählt hat. Nicht mal irgendwie über Teamplay. Ich meine, es ist ja okay, wenn Asmo... Ich habe leider nicht geachtet, es ist... Kommt natürlich auch darauf an, ob das jemand ansagen kann. Ob es ja wirklich Döner steht, einer und das hören kann oder halt im Connector. Man kann doch da, wenn man weiß, dass Arten schnell kommt, einfach mal... hinten dann direkt mit der Silent Flash vorpushen oder so, oder gegenflächen oder irgendwas. Da kam halt gar nichts. Sie lassen sich einfach vorkommen. Aber bisher erfolgreich. Und da war Crystal schon sehr weit von. Hat Disruptor nicht gewusst. Oh, hier gibt es einen Boost und niemand hat Döner. Oh, jetzt übernimmt er. Teil. Das ist schön von Asmo da direkt runter gezielt. Sehr gut, 1 und 1 zusammengezählt. Und das ergibt Boost. Krasser Shot durch Smoke. 3 gegen 3. Sehr gut, dann nochmal geboostet. So, Weg zum Mars offen und einer Base. Oh, er schlecht hinten durch. Oh, kriegt Kirby noch. Er lässt sich zu viel Zeit. Er lässt sich zu viel Zeit und das. Oh Gott. Wie schlecht war das von Crystal, bitte? Er muss der Mann das machen. Da gibt Faculty ihm die Chance. Oder Kirby, besser gesagt. So, und jetzt Felix nur mit Glock. Alter, war das Glück für Faculty. Wahnsinn, dass Crystal da den Spieler nicht tötet, sonst hätten sie die Runde locker gemacht. Zwei stelle ich jetzt somit auch auf dem Zählerkonto von Faculty. Eco war das gerade von Alternate, somit wieder auch wieder Kohle am Start. Aber mehr als den Kurzscore hat man bisher noch nicht gesehen. Mal schauen, ob sie jetzt zu dreist sind, um ihn nochmal zu spielen. Das sehen sie wahrscheinlich wirklich. Das Gas direkt Action rein, kann das direkt ansagen. So, Asmo blind. Eck. Kirby auch am Grün. Hat's da auf eine Flash gewartet. Jetzt rein. Macht ein Asmo, ein. Diesmal macht er zwei. Ja, hat er scheinbar auch gegengeflasht. Und Faculty wieder relativ gut verschoben. Die sie auch wichtig, da schon direkt rausspringen und wirklich der Smoke, die dann fliegt, zu entgehen. Seine Pose ist auf jeden Fall eine sehr gute jetzt. Sie wissen noch nicht, dass da eine ist. Verdient auch, hat auch verdientermaßen den Frag bekommen. Wenn ihn jetzt einfach spottet, Simon mit vorziehen lässt. Oh, wenn er das wüsste, dass er direkt drauf ist. ESP! Schreien da die ESP-Schreier. Diese macht es auch genau richtig. Wartet auf Simons Ansage, der dann natürlich die Ansage bringen würde, Simon wird, die Disruptor würde dann rumziehen. Direkt auf Refrag gehen. Das war aber schlecht, dass er rechts rausläuft mit. Sollte auf jeden Fall links rumziehen. Wenn der Taylor links zielt, dort den Frag macht, dann hat er es nicht weit mehr auf die Kante. Weiter hätte es dann schon hier rüber. Und je weiter der Weg dann wirklich ist.
umso unwahrscheinlich ist es auch, dass er den Frag macht. Also vielleicht ein kleiner Fehler, aber Runde ist nochmal an die Jungs von Faculty gegangen. Auch zum ersten Mal kein schneller B-Go. Flash Connector. Boah. Simon noch das Duell gewonnen. Das auch grün dort. Max fallen auch soweit. Start von Dizzy. Der spielt auch ein gutes Spiel, muss man sagen. Man fällt aber auch gute Schellen auf. Boah, zweite gute Schelle. Faculty überlebt aber mit drei Personen. Bombe gelegt. Mal schauen, ob das reicht bei Artenate. Haben jetzt relativ viele Runden in Folge verloren. Mit den zusätzlichen 800 könnte da sogar was gehen. Jupp, das sieht gut aus. 4-8, 5-1. Das ist mehr als genug. Vielleicht wird es ja noch ein Draw, wer weiß. Faculty drücken zumindest ganz gut um, halten die Ghosts mittlerweile super auf. Martin versucht es nochmal mit einem A-Spit, mit einem relativ ähnlichen. Und diesmal steht Simon nicht da im Connector. Mantis, Dizzy muss das jetzt übernehmen, beziehungsweise hinterschieben. Keiner ist mehr unter Holz. Somit ist es ja alles relativ frei, wenn die Smokes jetzt gut liegen. Mantis aber eine gute Entscheidung, da wieder Holz einzunehmen, dann, nachdem die Ansage kam, dass da jetzt nichts geht. Sind die zwei, die sind immer noch Mitte. Flächen vielleicht auch von der Mitte rüber. Kann man natürlich machen von der vom T-Rot. Schieben jetzt mit rüber. Finde ich eigentlich gar nicht so gut. Hätten sie locker eigentlich reinkommen können. Sie trägt dich mal hin. Aber warum spielen sie jetzt schon den Go? Was ist das bitte? Wie kann man denn... Wenn sie dann schon schieben, dann sollten sie doch auf die Mates warten. Total seltsam, was Artenate hier gerade fabriziert. Also entweder sie gehen beide Mitte oder sie schieben beide rüber und mal spielen zusammen den Go. Oder sie spielen halt zusammen den Go und die beiden kommen über Mitte. Aber so nicht. 3 gegen 3. Haben wir gelegt. Oh, Kimmy! Oh, sie ist down. Sehr glücklich. Werfen. Nicht so viel Pratzen, aber holt viel Zeit raus. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Also es reicht nicht für Faculty, denn Bombe gelegt. Asma 1 oder 2. Beide immerhin gute Hits. Keine HE mehr. AT arbeitet da gut. Oh, Crystal. Hätte da vielleicht schon längst mal mitschießen sollen. Oh, Asmo wird da die Waffe wirklich geschenkt. Und er move den links aus. Aber jetzt steppt er. Alter, wie schlecht. Was ist denn mit Artenate los? Also bitte. Wie schlecht war das von Crystal gemacht? Genau wie ist so eine Situation, wie vorhin bei Faculty, auch wenn sie gewonnen haben. Wenn er da oben zielt, dann kann Crystal doch einfach irgendwann mal links rumziehen. Weiter nach hinten gehen oder so und dann einfach rumbam. Alter. Total verschenkte Runden hier teilweise auf beiden Seiten. Aber das macht immer das Ergebnis und das Spiel spannend. Ihr verhaltener Aufbau bitte. Diesmal kein schneller Go über kurz. Mal wirklich über Connector. Boah, der Nate ein Mini-Dünner. Sehr schön spekuliert. Asmo. Boah! Nice! Sehr gut, sehr gut gespielt. Für die Flash, die Flash für Asmo, damit er da raus kann. Perfekt einfach. Ich weiß jetzt nicht, woher die Flash kam, aber sie war super. Schön. So, man steht auch gegen Boost. Crystal noch oben am Haus. Dizzy hört das. Oh! Uiuiui. Oh, das ist der nächste. Oh, das wird eng. Aber, oh, gute Nades. Bombe somit down. Gepickt von Solek. Wird noch nicht gelegt. Sie haben keine Smoke mehr.
20 Sekunden noch. Eine Menge gewinnt. Kirby gegen 2. Kann hier das Draw vereiteln. Oh, Bombenblend abgebrochen. Super. Aber warum deckt Manuel ihn da nicht? 6 Sekunden und Kirby geht weg. Das schafft er nicht mehr. Diesmal kann er es nicht schaffen. Kirby spielt super. Zeigt sich jetzt nicht. Jetzt Bombe. Jetzt Zeit abgelaufen. Jetzt will er noch überrennen. Um die Waffe zu holen. Perfekt gespielt von Kirby. Fack die gleich aus. 14 beide. Alternate kein Geld. Krass, dass Faculty das Spiel hier noch dreht. Alternate entscheidet sich doch noch zu kaufen. Sehr wenig Equipment. Wobei ein paar Cars habe ich schon gesehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doch 4 Cars. Nicht mehr als gedacht. Geil, das Feuer auch aussieht, wenn man heiße Dings hat, muss ich sagen. Ein schöner Molly. Boah, bitter von Simon. Aber trotzdem, sehr viel Damage schon gesetzt. 100, vielleicht sogar fast 200 Damage gesetzt. Und dafür, dass man einen verloren hat, ist der Trade eigentlich fast okay. Solange die anderen dann ihre Shots hitten. Wieder versteckt über Mitte. Problem ist, Connector können sie gerade hoch. Tizzy passt da auf. Oh Mann, das lenkt sogar ein bisschen ab für Tizzy. Oh, jetzt der Go. Wie kann er da machen? Mantis pusht, blockt Haus. Tizzy macht rein. Mantis gestorben. Oh! Dizzy Raptor rastet aus. 2-on-2. Alternate das verliert hat, verliert das Draw. Wissen, macht's gut, aber holt den Fleck nicht. Kirby einfach zu aimstark. Und Asmo gibt auch Headshot. Draw safe für Faculty. Meine Herren, 15-14. Alternate hat nicht viel Geld. Aber es ist immerhin noch so ausreichend. AK, ein bisschen Weste geht auch noch. Also hat man schon teilweise Schlimmeres gehabt. Crystal wirklich kein gutes Spiel, also was heißt kein gutes Spiel machen, hat 24 Fracks, aber irgendwie die entscheidenden Fracks scheint er dann wirklich nicht setzen zu können. Nein, oder? Gut. Die entscheidenden Fracks, zumindest die, die ich jetzt bemerkt habe, setzt er da nicht und da sind für mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, die 24 Fracks, die er da gemacht hat, auch komplett egal. So, spielen jetzt wieder was. Contact B, weil Crystal noch A-Haus wirklich komplett gar nichts macht. Felix noch mit oben. Na ja, gut. Was man da schon? Oh. Oh, das Problem ist, wenn er jetzt sagt, dass da frei ist. Stark von Simon, der hat so viel First Check gesetzt. Einmal zwar verloren, oh, die sie auch noch connecte. Kirby konnte auch B-Spieler ansagen, mindestens. Mantis schon mit da, Simon spottet, glaube ich, gleich kurz. Nee. Alternate lässt sich sehr viel Zeit. Warten jetzt hier noch auf Felix. Mal schauen, wenn der das ziehen kann, ist vielleicht noch was drin. Perfekt setzt er. Oh, aber Mantis Refrag jetzt weit über Haus oben. Hier steht Kirby, macht kein Aber-Damage. Manuel. Gegen 3 mit viel HP. Felix schreibt die schon GG. Manuel kriegt super Hits und das wird das GG für Faculty. Wahnsinn. Nach so einer Rücklage. T-Pistol gewonnen, dann hat sich alles noch gut rangekämpft. Jetzt CT-Pistol verloren. Lagen, ich weiß nicht mehr wie hoch was war. 12-6, ne 12-7 oder sowas. Ich weiß nicht genau. Aber krass, dass sie sich danach zurückgekämpft haben. Super Spiel. Super knappes Spiel, aber auch super dumme Runden teilweise. Ja, schönes Spielchen. Ihr könnt